Ein Fehlwurf. Ein Fehlpass. Ein Fehlversuch. Diese Schwächen führen im Sport zum tiefen Fall. Ein Profi muss Leistung bringen. Immer. Zu 100%. Wenn das nicht klappt, leidet die Psyche. Man reflektiert sich in einem Spiel immer selbst. Ne? Wenn man irgendwo auf einer Platte steht und hat drei Fehlwürfe hintereinander, dann muss man schon mit sich selbst kämpfen, um den Kopf da nicht irgendwie hängen zu lassen. Um das zu verhindern, benötigen die Sportler Mut und Selbstbewusstsein. Jochen Gebhardt war Juniorenweltmeister, hat sich dann aber gegen eine Handballkarriere auf der großen Bühne und für einen normalen Beruf, die Familie und eine Laufbahn bei der SG Nussloch entschieden. Der Gegner heißt nicht THW Kiel, sondern SG Bruchkörbel. Er hat diesen Weg auch gewählt, um der medialen Öffentlichkeit zu entkommen. Das war ein Schritt, der damals von sehr vielen kritisiert wurde. Auch ja, wie ein Jugend- oder Juniornationalspieler denn da von der zweiten in die dritte Liga gehen kann. Und das war natürlich, ja, hat man schon ein bisschen Feuer auch bekommen. Damit kommt nicht jeder zurecht. Immer mehr Sportler haben oder hatten wegen des großen Drucks psychische Probleme. Skispringer Sven Hannawald, Fußballmanager Ralf Rangnick. Ja, selbst der Titan Olli Kahn menschelte, auch wenn er es selten zeigte. Ich spüre überhaupt gar keinen Druck mehr vor lauter Druck. Doch warum wird über das Burnout-Syndrom oder Depressionen im Sport immer noch kaum gesprochen? Obwohl eine der beiden Erkrankungen inzwischen bei jedem 10. Deutschen einmal im Leben diagnostiziert wird. Es ist tatsächlich, glaube ich, schon ein Tabuthema, wenn man jetzt mal als von den Einzelpersonen ausgeht, die Leistungen nicht abrufen und andere Dinge machen. Ich glaube, das sind Themen, die werden eher so mit den engsten Vertrauten besprochen. Solange der Spieler sich das traut, ist der wichtige erste Schritt schon einmal gemacht.